Habt ihr das Wetter da draußen gesehen? Oh, wenigstens ist es hier drinnen schön warm. Tja, und damit willkommen zu einem weiteren Teil von Angespielt, wo ich mir irgendwelche Spiele anschaue. Heute mal Hearthstone. Und das gibt's ja schon eine ganze Weile. Und es ist jetzt irgendwie 3 Uhr nachts und ich dachte mir, komm, heute nimmst du mal auf. Und irgendwie habe ich dann doch kein Spiel gefunden, was mir da so recht zugesagt hat. Deshalb dachte ich mir, okay, dann halt mal Hearthstone. Das gibt's wie gesagt schon ein bisschen länger. Das ist Free-to-Play und ein Kartenspiel. Und ich muss sagen, normalerweise Kartenspiele sind so überhaupt gar nicht meins. Und das hat es mir aber dann doch sehr angetan, denn es ist kostenlos, macht sehr viel Spaß, ist sehr schön gestaltet und man kann da sehr schnell einsteigen und es ist sehr kurzweilig. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier an mit einem Trainingsspiel gegen die KI, damit ich mal so ein bisschen was erklären kann zum Spiel. Ja. So, man kann sich hier nämlich, was ihr jetzt hier seht, das sind verschiedene Klassen und das Ganze ist natürlich aus World of Warcraft sehr stark daran angelehnt und das spielt auch sozusagen im Warcraft-Universum und man kann sich eben hier so einen Helden aussuchen, beziehungsweise so ein Deck und man kann sich auch eigene Decks hier zusammenstellen, der Drücker zum Beispiel und wir nehmen einfach mal den Drücker hier, der ist schön lustig, der ist so ein Krieger und man kann eben durch Spiele auf höhere Stufen aufsteigen und dann neue Karten freischalten und so weiter und so fort. Und als Gegner nehmen wir jetzt einfach mal irgendwie random hier einen Magier. Komm. So. So, ist alles ja ganz witzig gestaltet, hier stehen auch immer so schöne Sachen, mentale Vorbereitung, ja, da muss ich jetzt wirklich Jarosch vorbereiten. Gegen Jaina. Okay. Ihr habt es so gewollt. Sieg oder Tod. So, wir sind zuerst dran und wir können uns jetzt hier, wir können hier Karten ersetzen. Das mache ich jetzt gleich mal, weil irgendwie sind die alle nicht so das Gelbe vom Ei, weil hier oben sieht man immer so eine Kostenzahl, dass die Kosten halt jetzt, die kostet jetzt 5 Mana, um sie auszuspielen und man hat am Anfang eben 1 Mana und dann bekommt man halt jeden Zug 1 Mana mehr. Das heißt, die sind halt für später, sind die stärker und jetzt hoffentlich kriegen wir jetzt was Besseres für den Anfang. Nein. Okay. Tja, Alter, das gibt's ja nicht. Das war's. Ja. Ich kann hier echt nichts machen, also es ist alles hier sehr schön gestaltet. Es gibt auch so ein paar Easter Eggs, zum Beispiel hier unten. Kann man draufklicken hier oben. Das weht dann so schön im Wind hier unten. Das geht noch und hier. Oh. Ich glaube, da war dann doch irgendwas. Oh, guck mal, da wachsen hier neue. Kaputt. Ja, da kann ich mich jetzt stundenlang mit aufhalten, aber wir machen hier mal die Heldenfähigkeit, denn das ist jetzt bei dem, also jeder Held hat noch mal so eine Heldenfähigkeit und der bekommt dann 2 Rüstungen, das ist auch 2 Rüstungen. Meine Stimme versagt schon, das ist auch ganz gut. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung finde. Ja, und ja, das Ziel ist es eben natürlich, den Gegner zu besiegen, also die Lebenspunkte auf 0 zu bringen. Und okay. Ja, ich würde sagen, das war's. Den spielen wir jetzt mal. Es gibt da natürlich noch ganz viele Effekte und magische Karten sozusagen. Das ist alles sehr, sehr cool. Und es gibt da wirklich eine ganze Menge Karten. Am Anfang hat man eben nur so relativ wenige und man schaltet halt immer mehr frei, immer komplexere Karten auch und so. Das ist schon sehr cool. Und ja, gegen die KI, die hat eben noch relativ simple Karten, das ist ganz gut, denn mein Deck ist jetzt auch noch nicht so fortgeschritten, sag ich mal. Okay, dann bauen wir erstmal hier so ein bisschen bisschen was Tankiges auf, sag ich mal, mit dem da. Und hier Spott, das ist hier so ein Schild, das heißt, dass der Gegner erst den da zerstören muss, bevor er meinen Helden angreifen kann. Okay. Und ja, normal mag ich Kartenspiele halt nicht so, weil es halt viel mit Glück zu tun hat, welche Karten man bekommt und so.
Ja, es gefällt mir jetzt natürlich auch hier nicht ganz so, aber naja, ist nicht so schlimm. Es gibt halt hier sehr viele Karten, wo man dann sich was zusammenstellen kann. Und... oh, der ist stark. Und... ja, es ist, wie gesagt, sehr kurzweilig, also das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, 2 Schaden zu... Okay. Müssen wir überlegen, wie wir das am besten machen jetzt hier. Ich würde sagen, wir machen das hier mal. Und dann machen die sich gegenseitig kaputt. Und dann kann der den dann noch ein bisschen heilen. Da haben wir immer noch Mana. Okay, dann machen wir nochmal das da und das da. Also ihr seht, das ist eigentlich sehr, sehr schnell begriffen. Da muss man kein Genie sein. Auch ich kann das spielen. Und, aber es macht sehr viel Spaß, ich finde. Okay, mal schauen. Ja, Murlocs, die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Oder Murlocs. Murlocs. Was machen wir denn? Der ist auch cool. Okay, machen wir mal hier ein bisschen mit Sport wieder was. Okay, dann noch mal hier ein bisschen Schild. Das ist echt bei dem Krieger, das ist echt krass. Der kann sich dann später irgendwie jeden Zug nochmal 2 Schild aufbauen. Das geht ziemlich ab. Okay, mal gucken, was wir jetzt am besten hier am schlausten machen. Den da würde ich sagen. Und dann den da auch noch kommen. Normal greife ich lieber direkt den Helden an, aber hier, naja, müssen wir auch mal die Monster kaputt machen. Ui, 6 Schaden, das ist natürlich... ja, so schnell kann es gehen. Aber zum Glück haben wir da unseren Schild. Okay. Übrigens, das Spiel, der Grund, warum ich jetzt hier aufnehme, ist, dass auf der Gamescom wurde das eben auch nochmal präsentiert, kommt man da spielen und so. Ich habe es vorher auch schon gehabt, aber... aber danach habe ich dann nochmal ein bisschen intensiver gespielt und mir gedacht, oh ja komm, das machst du doch nochmal. War doch cool auf der Gamescom und so. Und das gibt's dann demnächst auch für Tablets. Also es gibt's, soweit ich weiß, jetzt schon für iOS und dann demnächst auch für Android-Tablets. Und da ist es echt ein richtig cooles Spiel, das ich nur jedem wärmstens ans Herz legen kann. Wenn jemand Kartenspiele mag, dann ist er mit diesem Kartenspiel gut beraten. Die Tore sind geöffnet. Sag ich mal. Okay, ja. Ich mache das jetzt einfach mal so. Ansturm heißt, dass man im selben Zug schon angreifen kann. Meinen Stahlschwamm. Ja, das hat ordentlich Bumm gemacht hier, ne? Okay. Ist irgendwie ein ziemlich leichter Gegner. Oh, nee. Das ist natürlich gemein. Oh, nee. Unser schöner, starker. Warum macht jetzt mein Schaf nicht kaputt? Na gut, egal. Gut, was mache ich denn am besten? Ich mache mal den. Und erzählt er von der Macht dieses Schafes. Oh ja. So. Und natürlich noch ein bisschen Rüstung. Das schadet ja nie. Tja. Ich sehe es schon kommen. Am Ende zerstört mein Schaf. Das hättest du ja nicht gedacht, was? Tja. Okay, mal schauen. Och nö, mein Schaf. Na gut, der hat nur noch 9 Leben, also von daher sollte es jetzt bald gegessen sein. Lasst euch nicht
nicht mit Zahner an. Für die Allianz. Okay, ach komm, machen wir mal so. Und dann ist ja im nächsten Zug wirklich dann Geschichte. Tja, war jetzt doch ein sehr einfacher Gegner. Wie gesagt, die KI-Gegner sind da wirklich relativ leicht zu besiegen. Und ja, hier war jetzt Vorführeffektmäßig auch noch sehr, sehr einfach. Naja. Okay, ach ja, das ist auch so ein sehr cooles Ding. Aber, naja. Gut, es hätte jetzt überhaupt nicht mehr sein müssen, aber das hätte erst recht nicht sein müssen. Das hier auch nicht. Spüre meinen Stahl, das auch nicht. Und, tja. Damit hätten wir dann gewonnen hier. Und bekommen hier EP und dann, wie gesagt, hier für Level 15 bekommt man dann nochmal Karten. Okay. So, das war jetzt mal so eine kleine Einführung. Ich würde sagen, damit es jetzt mal wirklich spannend wird, machen wir mal ein Spiel gegen einen ebenbürtigen Gegner. Oder ebenbürtigen. Hier oben kann man auch so ein Ranglistenspiel machen. Das mache ich jetzt mal nicht, weil das bin ich zu blöd für. Und wir machen hier mal ein normales Spiel halt gegen einen Menschen. Vielleicht ist er auch ein Roboter, aber wer weiß. So. Okay. Boah, zum Glück kein Ex-Kommilitone. Garrosh gegen Anduin. X-Dead, X-Man, X. Der ist gefährlich. Nehmt euch in Acht vor dem. Die sind nicht so geil. Ja, 7. Tja, der wird lange Zeit unbenutzt bleiben. Okay. Das war's. Tja, da können wir jetzt noch nichts machen. Mal schauen, was der gute Kerl da macht. Der Priester, der kann sich heilen. Das ist auch eine sehr, sehr nervige Angelegenheit. Tja. Also der kann nicht nur seinen Helden heilen, sondern auch irgendwie seine Kreaturen. Oh je. Ja. Ja, man sieht schon, gegen Menschen dauert das nochmal ein bisschen länger als gegen den Computer. Okay, mal schauen. So. Ach so, ja, was ich eigentlich am Anfang des Videos sagen wollte, aber jetzt wieder vergessen habe. Für die Leute, die auf neue Eve-Videos warten, da kommt demnächst auch was versprochen. Ich wollte eigentlich, ja, vielleicht heute schon was machen, aber dann irgendwie fiel mir nichts ein, was ich denn da machen könnte. Und es war schon so spät, wie gesagt, 3 Uhr. Deshalb habe ich das mal verschoben, aber ich werde dann demnächst wohl ein bisschen PvP-mäßig was machen, aber es soll jetzt hier nicht hingehören, deshalb. Okay. Das ist ja ganz gut. 2 Leben wiederherstellen. Hat jemand den Arzt gerufen? Und ich würde sagen. Scheiße, das war der tun wir den mal ein bisschen auf die Fresse hauen. So. Ich hätte jetzt wahrscheinlich lieber die Rüstung genommen, aber naja. Egal. So, X-Dead X-Man X, dann mach mal. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wer von uns beiden jetzt den blöderen Nickname hat, aber naja. Das überlasse ich mal euch. Das stimmt. Man kann hier unten auch noch so schöne Sachen sagen, irgendwie. Aber das ist jetzt egal. Okay. Das ist auch ein fieser Kerl. Also man sieht hier schon, es gibt da echt so ein paar fortgeschrittene Karten, wie den zum Beispiel. Der bekommt jedes Mal plus einen Angriff, wenn ein Diener stirbt. Oh, das ist echt nicht so nett. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir doch mal den hier wieder. Und nochmal dem netten Kerl hier ein bisschen den Nacken streicheln. Oder so. Oh, nö,
Das ist ja gemein. Ja, also ihr merkt schon, gegen diese menschliche Gegner ist das Ganze dann noch ein bisschen eine ganze Ecke fordernder. Vor allem, weil viele halt schon mehr Karten freigeschaltet haben als wir. Und dann ist das natürlich ein bisschen doof. Legt euch nicht mit Zahler! Okay. Tja, es wird nicht einfach gegen den Kerl. Der hat jetzt echt schon ein paar nette Sachen gespielt. Jetzt noch keinen richtigen Hammer, aber naja, sobald er mal 7 oder 8 Mana hat, kommt da bestimmt auch was. Aber wir haben ja schon unseren Kern und hier, der ist echt ein böses Gerät. Na gut. Oje, oje, der ist ja echt 7. Oh, scheiße. Na gut, aber den kann ich jetzt zerstören hier mit dem einfach. Und dann geht das. Vorausgesetzt, der macht jetzt nicht irgendwas Sonderbares hier. Ja, genau das nämlich. Alter. 7 Schaden. Okay. Dann muss ich dem hier plus 3 Schaden verleihen und dann ihn vernichten. Okay, machen wir das mal. Da haben wir dann einen zerstört. Okay, alles klar. Sieht jetzt noch nicht so gut aus für uns, aber mal schauen. Geht hinter mir in Deckung. Oh ne, haben wir da irgendwelche Karten? Wieder irgendwelche Karten. Nein, bitte keine Karten mehr. Shit. Das machen wir erstmal. Okay, den zu spielen wäre dumm gewesen, weil der wäre jetzt dann im nächsten Zug sofort zerstört. Das da bringt mir jetzt auch nicht viel, weil ich muss den da erstmal zerstören. Okay, verdammt. Ich muss irgendwie mal schauen, dass mal ordentliche Karten hier rankommen. Aber ich fürchte, das hier wird nicht mehr klappen. Naja. Tja, ich muss mal ein bisschen mehr spielen und dann halt noch mehr Karten freischalten. Dann hat man auch eine bessere Chance. Ja, ich frage mich auch. Ja, dann habe ich noch 2 Leben. Super, das ist ja echt ganz toll. Tja, das hier wird wohl nicht mehr klappen. Komm, ich würde sagen, dann entlegen wir uns, tun wir uns einmal selbst entledigen. So. Und zwar. So. Tja, GG. Gut gemacht, junger Kerl, aber da kann ich leider nichts entgegensetzen. Schade, 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 Pupade. Gut. Das war der Spielenmodus und ich denke mal, jetzt habt ihr auch schon, ach, guck mal hier. Da gibt es noch sozusagen so Quests, die man machen kann. Hier. Und man bekommt dann eben hierfür Punkte und man kann sich damit halt neue Karten auch kaufen. Die gibt's hier. Genau. Für 100, ach guck mal, ich habe sogar 100, oder? Nee, habe ich nicht. Da unten, ja, 0 Gold, leider, schade. Und man kann für Echtgeld eben auch hier so Karten kaufen. Das muss man aber nicht machen. Das finde ich auch natürlich auch sehr gut, weil ja, Free-to-Play ist schön. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, wer auf Kartenspiele steht, der wird hier eine Menge Spaß haben. Und wer nicht auf Kartenspiele steht, der kann sich ja trotzdem mal anschauen. Kostet ja nichts. Und tja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt ein bisschen kurz das Video, aber naja. Vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder und können hier mal noch ein bisschen mehr spielen. Mal schauen. Ja gut, jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht, meine Damen und Herren. Wir melden uns wieder mit dem Nachtmagazin heute um 4.23 Uhr mit Karl von Nasenbein. Tschüss.